Hallo, willkommen, wir sind bei einer neuen Episode von Mario und Luigi. Naja, wir wissen nicht, wo wir sind. Vielleicht sind wir noch im Pilzkönigreich, vielleicht schon im Brunnenland, vielleicht ganz woanders. Naja, fragen wir mal ein paar Leute. Koopa Jet zerstört, dabei war er doch längst noch nicht abgezahlt. Ja, da ist tippt Stress mit der Bank. Ruft schon mal Peter Zwegert an. Wir finden Bowser und retten. Ja, wir müssen ihn schon irgendwie retten. Immerhin wollte er uns ja mitnehmen nach Brunnenland. Ohne ihn wären wir gar nicht hier. König Bowser ist auf der anderen Seite der Grenze abgestürzt. Wie das ist. Fett als wir fliegt er weiter, cool. Hä? Oh, was für eine seltene Ehre. Das sind doch Mario und Luigi. Freut uns wirklich, euch wiederzusehen. Seid ihr beiden auf einer Reise? Ihr wollt vorbei? Aber ihr wisst bestimmt, was hier die Grenze des Bildkönigreichs ist. Wir können euch hier nicht passieren lassen, bevor ihr uns eine Sprünge zeigt, die euch Ruhm entsprechen. Wer ist mit einem kleinen Grenzsprung? Ja, das ist einfach nur Seilspringen. Ich erspare euch mal die Erklärung. Das könnt ihr nachher immer noch machen. Da bekommt ihr, glaube ich, irgendwelche seltenen Bohnen oder so. Keine Ahnung. Ist egal. Ich mache es jetzt auf jeden Fall nur einmal, weil das wird echt hart nachher und das muss man ewig trainieren. Das mache ich vielleicht aufs Screen. Mal schauen. Aber das Seil hat einen coolen 3D-Effekt. Wenn das überhaupt 3D ist. Oh shit, fail. Na, einer alle drei Leben verloren hat, dann ist es aus. Hey, das war gemein. Oh. Ja, Luigi. Boah. Mario ist eben doch der bessere Jumpman. Fantastisch, das waren wirklich unglaubliche Sprünge. Bravo. Ja, 1000 Punkte, ja. Ab hier seid ihr im Bodenland, passt gut auf euch auf, okay. Da. Moin auch! Was denn noch? Ihr seid die Ersten, die es geschafft haben, unsere Grenze zu erqueren. Und das hier als Andenken. Ja, Karte vom Bodenland erhalten. Nein, nein, Kilo fühlt man sich in der Fremde gleich sicherer, oder? Das Minimin Select um die Karte anzusehen. Ja, hier haben wir jetzt die Karte. Oh, wunderschön, ja toll. Okay, und das hier ist eine Warp-Röhre. Die können wir aber erst später verwenden, wenn wir noch eine Warp-Röhre irgendwo gefunden haben. Okay, dann gehen wir mal weiter Bowser suchen. Ja, da steht irgendwas wegen dieser Drähte drauf, wie man drüber springt, wird erklärt, ja. Pilz, ja! Pilz, ja! So, wir kommen wieder hier hoch, vielleicht später oder so. Ein neuer Gegner! Was ist denn das? Fliegend, okay. Sind das Gumba mit Flügel oder so? Bodenländische Gumbas oder so? Okay. Schon tot, okay. Ja, Luigi ist Level 2. Ich weiß nicht, war der schon Level 2, weil ich drehe diesen Part schon das zweite Mal. Ich habe das ganze Spiel, die ganzen ersten drei Parts nochmal spielen müssen. Keine Ahnung, okay. Ich erhöhe mal Geschwindigkeit. Nein, ich glaube, er war erst Level... Oder doch, er war schon Level 2, Luigi. Okay. Ist ja egal, jedenfalls, ich drehe diesen Part schon zum zweiten Mal und da habe ich das ganze Spiel nochmal durchgespielt und dann nicht jeden Gegner wie beim ersten Mal besiegt. Und deswegen ist das jetzt... Okay, ich schneide den Kampf mal. Okay. Hier kommen wir nicht rüber, hier kommen wir nicht rauf, also gehen wir mal dahin. Oh, Speicherblock. Dann speichern wir mal. Speichern weiter, ja. Okay. Oh, da ist ja Bowser. Hey, Mario, wie bist du da? Los, hol mich sofort hier raus. Sian, Bowser höchstpersönlich, ausgerechnet in der Kanone und will vor Wut fast explodieren.
Onkel, was denkst du, wer du bist? Stella nennt man mich. Mit Harahan regiere ich hier im Sternschnuppenfall. Viel habe ich von dir gehört, doch bist du kleiner als ich dachte. Ja, in Mario und Luigi's Bowser irgendwie wirklich ja, fast gleich groß wie Mario und Luigi, oder? Willst du da einfach wieder raus? Umsonst lasse ich dich nicht heraus, du armer Wurm. Gib mir alle deine Münzen, dann lasse ich dich ziehen. Und niemand erfährt von diesem höchst peinlichen Vorfall. Die Schande, das ist ja... Oh, sorry. Bowser, okay, warte kurz. Die Schande, das ist ja nicht zum Aushalten. Was? Er wollte mir für Bowser 100 Euro Münzen bezahlen? Nein, mein ganzes Geld. Oh shit. Toll, ich hab nicht mal eingewilligt. Wenn mir das mal kein Bildgeld aus dem Bildkönigreich ist. Hier im Bodenland müsst ihr ausländische Devisen erstmal umtauschen. Da ist kurz für 100 auf Pilzmünzen, genau 10 Bodentaler. Das sagt übrigens immer genau 10 Bodentaler, auch wenn es 119 Pilzmünzen sind, wie beim ersten Mal, wie ich diesen Part gedreht habe, den es aber irgendwie nicht aufgenommen hat. Und für läppische 10 Taler wird dieses Geheimnis nicht geheim bleiben. Also bring mir einfach noch 100 Bodentaler. Wie ihr an das Geld kommt, ist euer Problem. Ja, ja, ich weiß schon, wie ich Geld bekomme. Ah, oh, toll. Jetzt müssen wir durch das Sternschnuppenfeld in... Scheiß Tutorial-Level. Und da gibt's dann wieder so ewige Tutorial-Dialoge und... Okay, ich besiege mal... Okay, ich würde sagen, ich verzichte mal auf... Oh, warum leckt das? Okay, ist egal. Ja. Okay. Das ist nur eine Münze. Ach Gott. Verzichte mal auf die Kämpfe, weil ich habe sowieso schon in einem anderen Speicher gelevelt und sobald ich wieder so weit bin, wie ich schon war, spiele ich einfach von dem aus weiter. Okay. Wir brauchen kein Pilz, ich will Geld. Oh no. Okay, hier haben wir neue Gegner. Das habe ich natürlich gewusst, deswegen bin ich in den Kampf reingegangen. Okay, ist ja egal. Hier haben wir Willekanonen. Oh, jetzt habe ich die Fliege angegriffen. Dann machen wir halt zuerst die Fliege fertig. Ich finde das immer so lustig, dass die Gegner, wenn man sie besiegt, immer explodieren. So. Ich glaube, das reicht, okay. So. Ich hoffe, wir treffen keine Gegner mehr. So wie das da steht, wie das funktioniert, einfach in die richtige Richtung drücken und dann A oder B, A, B, A. Dann ist man drüben. Okay. Ja, hier muss man Geld sammeln. Ich kann eigentlich das mit dem Geld auch gleich lassen. Weil eigentlich habe ich ja das Geld schon in einem anderen Spielstand gesammelt. Okay. Ich würde sagen, ich schneide mal hier, weil hier kommt dann ein langweiliges Tutorial. Also, dann sehen wir uns eh bald wieder. Also, bis bald.